stellt SpaceX der russischen Armee Starlink zur Verfügung. Elon Musk weist das zurück. Internationaler Druck auf Israel steigt an. Proteste gegen neue Währung. Im Nordkosovo wollen Tausende den Dinar behalten. SpaceX-Chef Elon Musk hat Vorwürfe aus der Ukraine zurückgewiesen, der russischen Armee das Satellitenkommunikationsnetzwerk Starlink zur Verfügung zu stellen. In einem Tweet erklärte er, dass diese Behauptung kategorisch falsch sei. Zuvor hatte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes Andriy Yusov gesagt, dass sich russische Streitkräfte illegal Starlink-Satellitenterminals aus Drittstaaten beschafften und sie zunehmend bei militärischen Einsätzen nutzen würden. Die russische Regierung wies die Angaben zurück, Starlink sei weder zertifiziert noch werde es unterstützt, erklärte Pressesprecher Dmitri Peskov. In ukrainischen Medien gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Berichte, wonach russische Truppen im besetzten Teil der Ukraine Starlink nutzen würden. So hätten russische Soldaten den Satelliten-Internetdienst bereits vor Monaten im Kriegsgebiet zu nutzen begonnen. Derweil macht der US-Senat kleine Fortschritte, was die Umsetzung der Ukraine-Hilfen betrifft, auch wenn es noch immer kein endgültiges Datum gibt. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem 60 Milliarden Dollar zur Unterstützung Kiews vor. Russian forces appear to have constructed a 30-kilometer-long barrier dubbed the Tsar Train in occupied Donetsk region, possibly to serve as a defensive line against future Ukrainian assaults. The Institute for the Study of War says satellite imagery dated on the 10th of May 2023 and then the 6th and the 10th of February 2024 shows that Russian forces constructed a long line of train cars stretching from occupied Olenivka, south of Donetsk city, to Volnovakha, southeast of Vuhledar and north of Mariupol over the past 9 months. A Ukrainian open-source intelligence interactive online map of the military operations deep state reported on the 11th of February that Russian forces have assembled more than 2,100 freight cars into a 30-kilometer-long train. The source reported that Russian forces began assembling the train in July 2023 and suggested that Russian forces intend to use the train as a defensive line against future Ukrainian assaults. The railway line between Olenivka and Volnovakha is roughly 6 kilometers from the Institute for the Study of War's current assessed front line southeast of Novomikhailivka at its closest point and is in the area of the front that was relatively inactive when Russian forces reportedly began construction. Russian forces have recently made marginal territorial gains in this area. The Institute for the Study of War says the Russians could have assembled the train for other purposes as well. Polen hat gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden das sogenannte militärische Schengen-Abkommen in Brüssel unterzeichnet. Eine europäische Initiative, die die Mobilität von militärischem Personal und Ausrüstung innerhalb der Staaten erleichtert, die ihr beigetreten sind. Doświadczenia z tego, co się dzieje na Ukrainie z wojny pełnoskalowej, jak ważne jest szybkie przemieszczanie się wojsk sojuszniczych, spowodowało, że podpisaliśmy umowę ułatwiającą mobilność wojsk polskich, Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Niderlandów na terytoriach naszych państw. Nie da się przejść obojętnie wobec tego, czego doświadczyli Ukraińcy. Jeżeli chcemy mieć siłę sojuszu, to mobilność sojuszu jest najważniejsza. Mobilność naszych armii pomiędzy sobą i dla siebie. Die Initiative wird einerseits dazu beitragen, einen Hilfskorridor für die Ukraine zu schaffen, andererseits aber auch Hilfe und Unterstützung für die Ostflanke der NATO zu sichern. This is the next step in integration, and with the growing geopolitical challenges that we see in the world, it has become even more important that there is fast military mobility, that there are smooth logistics. We call it a harmonized military corridor, but that's why we thought this is essential. It's the first of its kind, and we are very proud
that we as three countries have been able to achieve it. And all our three countries are very actively supporting Ukraine. This is only a small example, but it is also for us, it's a symbol of how we are supporting Ukraine and in that sense also are contributing to defending Europe. Nach Ansicht von Experten sind solche Initiativen erforderlich, damit es keine Hindernisse gibt, falls der Kontinent verteidigt werden muss. As a mechanism allowing quick and effective transfer of forces, transfer of hardware, equipment, transfer of ammunition, any mechanisms that removes borders and constraints which hamper rapid military deployment is simply necessary. Initiatives such as military Schengen are important for Poland, a neighbor of Russia and Belarus. Firstly, for the security reason, but secondly, also in terms of its relations within the EU. Magdalena Hadownik for Euronews from Warsaw. Der internationale Druck auf Israel steigt, nachdem Premierminister Benjamin Netanyahu eine Offensive in Rafah angekündigt hat. Rund 1,5 Millionen Palästinenser befinden sich in der Stadt im Süden des Gazastreifens. Netanyahu sagt, er wolle den internationalen Forderungen nachkommen, die Zivilisten zu schützen und die Stadt zu evakuieren. EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat Zweifel. Everybody goes to Tel Aviv. Beg him, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? Der britische Außenminister David Cameron hat die Evakuierung ebenfalls in Frage gestellt. Really, we think it's impossible to see how you can fight a war amongst these people. There's nowhere for them to go. They can't go south into Egypt, they can't go north and back to their homes because many have been destroyed. Netanyahu hat sich währenddessen auf die erfolgreiche Befreiung von zwei israelischen Geiseln konzentriert und den Soldaten gratuliert, die daran beteiligt waren. Das israelische Militär hat Filmmaterial der Geiselbefreiung veröffentlicht, bei der mindestens 67 Palästinenser getötet wurden. Israel ist der Überzeugung, dass Rafah die Hochburg der Hamas ist. Nach Angaben der WHO sind die Krankenhäuser in Gaza überlastet und unterversorgt. Mehr als 20.000 Menschen befinden sich im europäischen Krankenhaus in Gaza. Diejenigen, die entlassen werden, haben keinen sicheren Zufluchtsort, an den sie gehen könnten. Ein niederländisches Berufungsgericht in Den Haag hat die Ausfuhr von Kampfjet-Teilen nach Israel verboten. Währenddessen ist der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in Israel, um mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über den Krieg in Gaza zu sprechen. Zuletzt kündigte Netanyahu an, Israel werde bis zum vollständigen Sieg weiterkämpfen. Dabei hatte der oberste Gerichtshof der Vereinten Nationen Israel im Januar dazu aufgerufen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Die Zivilklage gegen das Lieferungsverbot wurde von 3 Menschenrechtsorganisationen eingereicht. Nun versuchen auch Organisationen in anderen Ländern, Beschränkung von Waffenlieferungen an Israel zu erreichen. Die niederländische Regierung hat nun 8 Wochen Zeit, um Berufung einzulegen. Seit 7 Tagen protestieren spanische Bauern mit Traktoren und Straßenblockaden gegen die EU-Agrarpolitik. Sie fordern Unterstützung angesichts der Auswirkungen der Dürre und der steigenden Produktionskosten. Die Proteste betreffen viele Regionen Spaniens und sind Teil einer Reihe von europaweiten Protesten, zu denen traditionelle landwirtschaftliche Organisationen und Gewerkschaften aufgerufen haben. In mis últimos 2 años tenemos unas pérdidas, por ejemplo con el cereal, de un 40%. Y este año pasado la sequía, una ruina. Tenía que haber dado cereal a 4.000 kilos en secano y te ha dado a 1.000. In Moldawien haben Landwirte die wichtige Zufahrtsstraße nach Rumänien blockiert.
Die moldawische Bauernvereinigung protestiert gegen die Dieselkraftstoffspenden aus Rumänien und unzureichende staatliche Subventionen. Sie sagen, die Landwirte bräuchten Hilfe, um die in den letzten 2 Jahren erlittenen Verluste auszugleichen. Finanzielle Hilfe der Regierung sei notwendig, um die Ernte im Frühjahr einbringen zu können. In Polen haben Landwirte im Rahmen ihres jüngsten Protestes ukrainisches Getreide auf der Straße verschüttet. Polen ist vor der Einführung sogenannter Solidaritätskorridore betroffen. Diese sollen die Lebensmittelexporte aus der Ukraine nach der Invasion Russlands erleichtern. Ein großer Teil der ukrainischen Produkte bleibt auf dem polnischen Markt hängen. Dies hat zu einem Rückgang der Nachfrage und der Preise für die polnische Produktion geführt. Im Nordkosovo haben tausende Menschen gegen die Abschaffung des Dinar in dem Gebiet protestiert. In der Stadt Mitrovica warfen die Demonstrierenden der Regierung vor, serbische Institutionen in der Region abschaffen zu wollen. Dort soll bald, wie im gesamten Staatsgebiet des Kosovo auch, der Euro als offizielles Zahlungsmittel gelten. U kliničko-bolničkom centru radi 1600 ljudi. Leče se i Srbi, i Albanci, Bošnjaci, Romi, Goranci. Im Norden des Landes leben mehrheitlich ethnische Serben. Zehntausende bekommen Gehalt und Rente immer noch als Dinar aus Serbien. Seit Anfang Februar erkennt die kosovarische Zentralbank jedoch nur noch den Euro als Zahlungsmittel an. Brüssel hatte im Vorfeld einen Aufschub des Verbots gefordert, um neue Spannungen in der Region zu vermeiden.